damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute eine weitere Folge der Karriere mit den Detroit Red Wings. Wir sind letzte Folge gegen die Philadelphia Flyers ausgeschieden. Wir haben aber ein Ziel erreicht, wir sind eine Runde weitergekommen, was ich wollte selbst. Genau, wir werden schauen, wer den Stanley Cup gewinnt, wer also weiterkommt. Wir werden die Kaderplanung machen, wir werden die Drafts, also Spieler draften, wir tun unseren Kader erstellen und tun noch vielleicht ein, zwei Sachen zu den Spielern sagen, wie es lief für ihn, was ich jetzt so persönlich gesehen habe von ihm. Und genau, schauen wir jetzt erstmal, wer hier den Stanley Cup gewinnt. Also im Halbfinale, geiles Spiel. Edmonton Oilers gegen Colorado und Ottawa gegen Philadelphia Flyers. Ich denke, dass Philadelphia weiterkommt und Edmonton. Könnt ihr mal selber sagen oder in die Kommentare schreiben, wer weiterkommt, was ihr denkt. Und Colorado gegen Philadelphia Flyers. Bei Edmonton, die hatten 3-2 geführt, geben das her. Und die Philadelphia Flyers sind im Finale gegen Colorado. Ich tippe hier auf Philadelphia Flyers. Ich finde die krass. Die haben auch gegen uns stark gespielt. Deswegen. Und hier sehen wir unsere Saisonkartenverkäufe. 88%. Also alles so. Oder 87. Aber das ist sehr, sehr stark. Und Stanley Cup Sieger ist Philadelphia Flyers. Und unser Farmteam ist Kader Cup Sieger. Ganz, ganz stark. Wir lagen, glaube ich, 3-1 hinten oder so. Dann haben die das gedreht. Sehr, sehr stark. Ganz, ganz stark. Jetzt kommen wir gleich zu den Draft. Wir schauen mal, wann es ist. Genau, hier sind die Interviews. Die machen wir nicht. Aber hier. Da sind die Drafts. Am 23. Juni. Leider konnten wir uns den Pick nicht ertraden, aber wir sind 59 und wir schauen mal, wen wir hier holen können. Oh, der hat gute Score als Verteidiger, sehr, sehr starker Score. Auch hier er, Merrick Baudouin. Wir werden uns hier entscheiden zwischen den beiden. Ja, als Verteidiger so eine Score, das sind 29 Score. Als Verteidiger ist das stark. Auch hier, er hat ein paar mehr Strafen, oder? Nein, er hat mehr. Ja, wir werden es mit Filion probieren. Genau, das ist unser 12-Pick. Wir haben ja immer 4 abgegeben, weil ich finde 12, 7 oder so, das sind das nicht mehr die krassen Talente. Es sind zwar trotzdem gute Spieler, aber wir wollen uns weiterentwickeln. Wir haben aus dem Team wirklich viel gemacht, finde ich. Und jetzt schauen wir hier mal, ob wir uns einen Coach irgendwie verlängern müssen oder sowas. Also unser ganzes AHL-Stuff muss verlängert werden. Wir werden schauen, was das wird. Nächstes Jahr ist die NHL dran. Weil wir hatten echt mit Simon, hatten wir echt Glück, dass wir reingekommen sind. Deswegen müssen wir jetzt mal schauen, was da wird. So, nun kommen wir zur Vertragsverlängerung. Bollier, er kam zu uns. Warum ist der dort? Er kam zu uns und hat geliefert. Das müssen wir sagen. Er hat geliefert. Wie viel verdient er? 4. Wir überlegen noch, aber nein, wir überlegen nicht. Wir halten ihn, denke ich. Wer zu 100% geht, ist Vladimir. Wir bedanken uns natürlich trotzdem für seine ganze, für sein ganzes, aber das war für mich zu wenig. Am Ende sind es trotzdem 32 Scorer. Aber als Topspieler ist das zu wenig, deswegen werden wir ihn freikaufen. Fabri wird auch erstmal uns verlassen. Er nimmt viel Gehalt ein. Genau, Bürgin, mit dem war ich dieses Jahr sehr, sehr zufrieden, wo ich selbst gespielt habe auch. Deswegen ein junger Spieler für die dritte, vierte Reihe, perfekt. Samuelsson, der am Anfang sehr, sehr stark war,
dann aber ein bisschen nachgelassen hat, aber für mich auch ein super Verteidiger gewesen. Lukas Reiche war dieses Jahr nicht der krasseste, aber trotzdem 30 Scorer in der dritten, vierten Reihe, das ist sehr, sehr stark. Schneider, vor dem war ich überzeugt, der hat nicht die Scorer, aber der hat mir sehr, sehr gefallen. Penord, das war auch so ein Ding. Er hat, wo ich oft gespielt habe, oft gekämpft, das müssen wir sagen, aber es war halt auch nicht das Beste. Aber wir behalten ihn, weil er noch jung ist. Die müssen wir fördern. Ich sag Lundeström, für mich super Spieler. Ich bin sehr, sehr zufrieden. 27 Scorer, dritte, vierte Reihe, perfekt. Lindström auch super. Behalten wir natürlich auch. Ian Mitchell behalten wir. Wallmann, da werden wir schauen. Bei Wallmann, er ist jetzt schon 28. Ob wir dann noch was Jüngeres finden, aber er wird erstmal unsere Mannschaft verlassen. Wood war nicht so meins. Er wird uns verlassen. Frederick verlässt uns natürlich auch. War nicht gut, hatte ich schon mitten in der Saison mal gesagt. Söderblom, Cahun bleiben. Houston, die Gambian-Vertrag für das zweite Team reicht ja vollkommen aus. Genau, dann hier noch Luft. Er wollte ja erst nicht bleiben, deswegen werden wir ihn auch abgeben. Jonathan, auch gut, 23. Den Gambian-Vertrag nochmal für 2 Jahre. Auf jeden Fall. Und Philon geben wir einen Profivertrag. Wir werden aber, ich denke, das Duo so lassen. Ich bin super zufrieden mit Tasso. Ja, auf jeden Fall, ich habe hier oben noch vergessen. Moritz Seider. Der bleibt natürlich. Das ist keine Frage. Wir haben erst mit ihm verlängert. Er ist für mich der beste Verteidiger in der NHL. Super jung. Hat krasse Technik. Beweist sich überall. Deswegen einer der besten Verteidiger auf der ganzen Welt. Auf jeden Fall. Zu 100%. Lucas Raymond. Der hat mich dieses Jahr sehr, sehr überrascht. Am Anfang war er nicht ganz so. Hat in der Phase so, wo es schlecht lief, auch nicht das Beste. Oder die besten Spiele, aber er hat uns dann in den Playoffs gecarried mit seinen 8 Scoren in 9 Spielen, was sehr, sehr stark ist. Ich habe ihn nicht als besten Scorer, wie gesagt, ich habe ihn als 4., 5., genau, Eklund, über den bin ich sehr zufrieden, 21 Jahre jung, hat wirklich super, macht das wirklich super bei uns. Günther natürlich. Der ist das gleiche wie Eklund, super jung, super stark. Genau. Und hier natürlich unser Mann, der sich dieses Jahr mehr als verletzt hat. 4 oder 5 Verletzungen mindestens. Was sehr, sehr schade war für ihn. Hat uns auch wehgetan. Aber zu 100% behalten wir ihn, weil wir wissen, was er kann. Und er bleibt bei uns, egal wie es lief. Er war sehr, sehr stark. Auch Tim Stützle. Dieses Jahr sehr, sehr wichtig gewesen. Dadurch, dass Dylan Larkin verletzt ist. Ja, hoffentlich geht das nächstes Jahr weiter so ohne Verletzungen. Lukonen bleibt bei uns. Ja, der eigentlich in der zweiten Mannschaft ist, Lizotte. Bovier bleibt ganz stark. Houston. Und Alex, ja, der bleibt nicht. Müssen wir uns. Ja, er ist mit den finanziellen Sachen nicht zufrieden. Jonathan bleibt. Philion kommt in unser Team. Ich erwarte was von ihm. Ich hoffe, dass er sich durchsetzen kann. So, wir haben jetzt Spieler kaufen wollen. Oder halt verpflichten wollen. Mal schauen, wer kommt. Und Oliver geht leider zu New York. Das war einer meiner Favoriten in der Verteidigung. Roy kommt zu uns. Kobli für unsere zweite Mannschaft kommt. Flurry kommt zu uns. Aube. Gubel. Stenlund kommt zu uns. Etu
auch ein junger Spieler, der hat mir gefallen. Deswegen super Torhüter für unsere zweite Mannschaft. Otasso bleibt bei uns. Eklund bleibt bei uns. Und Günther müssen wir schauen, ob wir den verlängern können. Und hier werden wir ein Angebot annehmen. Er kommt zu uns, Xavier, oder? Ja, Xavier, erste Runde. Und das geben wir ab. Und das sind unsere Reihen. Dylan, Günther, Tim Stützle, Lucas Raymond machen die erste Reihe. Borrier, Dylan, Larkin geht erstmal in die zweite Reihe. Und William, Eklund, Lukas Reiche, Jonathan, Birchin und Kevin Stenlund machen die dritte Reihe. Jakob Pinot, Nicolas Aubé Kubel und Isaac Lundeström machen die vierte Reihe. Jetzt zu den Verteidigern. Bleibt die erste Reihe. Mathis Samuelsson und Moritz Seider. Brandon Schneider und Gustav Lindström. Hayden Flurry und Matt Roy. Unser Torhüter-Duo bleibt Uku Pekka Lukonen und Wille Hasso. Das war die Folge. Das war die Vorbereitung für die Vorsaison. Wir schauen mal, gegen wen wir hier alles spielen. Wir spielen gegen Boston. Wir spielen gegen Boston, Toronto, Ottawa, Montreal, Buffalo, Lightning und Florida. Und die ersten Spiele hier in der Saison sind auch sehr cool. Ottawa, Edmonton, Edmonton, Lightning, Vegas, Ottawa. Coole Spiele. Nächste Folge ist die Vorsaison. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst Like und Abo da. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Schreibt gerne rein, wie ihr unseren Transferfenster fandet. 1 bis 10. Wir hätten vielleicht ein, zwei Spieler mehr holen können, aber natürlich sind die alle auch teuer. Lasst Like und Abo da und dann hören wir uns bei der nächsten Folge.